herzlich willkommen zu meinem allerersten Spurz-Video. Und zwar, wie ihr auf meinem Kanal-Logo oder dem Bildschirm oben seht, ich habe schon oft mit der Eisenbahn gespielt. Ich habe die eigene Eisenbahn. In der Spurgröße Z, also 1:220. Das ist mein starkes Set. Damit habe ich immer gespielt, wenn ich Langeweile hatte oder nichts zu tun. Dazu habe ich noch jede Menge Waggons. Die sind hier alle in der Kiste. Ja? Also in der Kiste. In der Kiste. Die stehen natürlich im Schrank und ja, werden nicht benutzt. Ne? Genauso habe ich noch einige Lokomotiven hier dazu. Die möchte ich euch alle zeigen und ich habe mir gedacht, ich brauche eine Teststrecke, ganz einfach. Ich habe noch nie im Leben, also ich habe schon früher als Kind mit Eisenbahn gespielt, ja, ich hatte H0 Spur für meinen Vater, damit habe ich als Kind gespielt, dann irgendwann später habe ich die bekommen, dachte wahrscheinlich, ich wollte ja eine Anlage bauen, aber da ich keine große Wohnung bekommen habe, ist es natürlich nicht passiert. Dann hatte ich eine Spur N, also die H0 verkauft, Spur N gekauft, dachte, da kann man besser was reißen. Die Spur Z kam damals bei mir nicht in Frage, außerdem war mir zu klein. Jetzt aber habe ich eine Spur Z. Und ich finde die total super. Also sowas Detailliertes habe ich noch nie gesehen und dann so klein. Also wenn man sich jetzt hier so eine kleine Lokomotive nimmt, ja, Spurzett, Leute, das ist doch Wahnsinn. So klein. Ja, auf jeden Fall. Hoppla. Nicht die Lok. So. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne eine Teststrecke bauen. Also ich habe nie eine gebaut. Ich werde in meinem Leben das erste Mal eine kleine Teststrecke bauen, wo ich die Loks fahren lassen kann. Die Waggons und ja, wollte ich euch dann auch präsentieren, was ich alles so habe an Rollmaterial, sage ich mal, und die Anlage dann als erstes analog fahren, dann, wenn ich weiß, welche Dekoder, Digitaldekoder in die kleinen Loks passen, ja, wo ich gerne mir die digitalisieren. Also sprich eine Digitaldekoder-Steuerung, dass man mehrere Lokomotiven auf einem Gleis fahren kann. Das ja nicht schlecht, weil ich in nächster Zukunft, nachdem ich die kleine Teststrecke gebaut habe, möchte ich eine kleine Anlage bauen. Und zwar den Tisch hier nebenan, mein Computertisch. Der ist einfach zu viel, den brauche ich nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kann hier noch hier ein bisschen Platz schaffen und maximal Größe 2 Meter in der Länge und Breite vielleicht 1 Meter oder 1,40 Meter allerhöchstens, kann ich eine Anlage bauen, meine erste große Anlage dann sozusagen. Aber bevor das passiert, wird noch einiges vergehen. So, vielleicht habe ich eine größere Wohnung gefunden oder so, man weiß es ja nie. So, ja, wenn ihr dabei sein wollt, abonniert mich einfach. Ihr könnt gerne mir auch Tipps schreiben zu Lok-Decoder, weil da habe ich echt keine Ahnung, wo man so einen kleinen Decoder bekommt. Das wird echt schwierig, wenn ich überlege, so eine kleine Lok und dann, weiß nicht, der Dekoder müsste so, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ja, auf jeden Fall, nächste Folge, verrate ich nur, wird die Anlage, die Teststrecke. So. Und dann,